Apropos Skillpunkte. Da werde ich gleich mal was nachgucken. Dir geben wir erstmal was. Trillionen Dank, Kammerjäger. Kein Problem. Dank dir sieht ein dummer alter Doch nicht Mann jetzt ganz tot, Erfolg freigeschaltet. Gucken wir uns gleich mal an. Damit meine ich natürlich Milch. Ja. Okay, her damit. Hey, ja, Skillpunkte. Du hast einen Skillpunkt verdient. Skillpunkte erlauben es dir, deinen Charakter mit zusätzlichen Skills und Spezialisierung anzupassen. Gib deinen Skillpunkt nun aus, um deine Action-Skill, freizuschalten. Täuschung. Geil. Das machen wir doch. Wo ist er denn? Täuschung. Alles klar. Ja, Täuschung müssen wir sowieso auswählen, oder? Ja. Ah ja, alles klar. Also ihr seht ja, ein Tippfehler. K.O. Shop, Schuss. Nee, wir haben hier drei Skillbäume anscheinend. Einmal für die Waffen, so wie es ausschaut. Für bessere Durchschlagskraft oder ein Schuss, ein Kill. Also so Sachen, bessere Durchschlagskraft, besser zielen und so weiter. Was ist das hier? Schnelle Hände, das ist wahrscheinlich... Ja, das ist für die Spezialisierung des Charakters wahrscheinlich. Und das hier ist Todesstoß... Unerbittlich, Kill, das Töten eines Feindes lässt dein Schild schneller regenerieren. Achso, das sind so die Statusberichte oder was. Aber da gehen wir noch besser drauf ein. Wir werden jetzt erstmal hier unseren Täuschungsskill aktivieren. Also, Action Skill. Drücke LB, um einen holographischen Köder zu erschaffen und für ein paar Sekunden zu verschwinden. Je länger du unsichtbar bist, desto mehr Schaden verursacht deine nächste Attacke. Beendest du die Unsichtbarkeit früher, erholt sich deine nächste Täuschungsabklingzeit schneller. Okay, cool. Nächstes Level, Abklingzeit 15 Sekunden. Bis zu plus 650 Nahkampfschaden. Ach du Scheiße. Bis zu plus 200% Schusswaffenschaden und bis zu 250% kritischer Schusswaffenschaden. Ja, das machen wir doch. Geil. Okay. Dann. Ah, ja, ja, ja. So sehen wir also aus. Geil. Das ist ja cool. Ihr seht ja jetzt hier links diese über unserem Schild dieses Symbol vorlaufen. Das ist unsere Action-Skill-Anzeige. Das heißt, wenn die voll ist, können wir die auch nochmal benutzen. Demonstriere ich euch gerade. Euer Blick trügt euch. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod, das bin ich. Ja, coole Sache. Was können wir denn jetzt hier noch auswählen? Wir haben doch hier noch irgendwas. Besiege den Bullymong reitenden Zwerg. Das machen wir doch gerade mal. Wo geht's da lang? Können wir da überhaupt direkt hin? Ja, da können wir direkt hin. Cool. Super. Dann machen wir uns doch gerade mal auf den Weg. Und danach gehen wir mit der Story-Mission weiter. Das ist hier so eine Art Tutorial, sag ich mal. Dann können wir uns ein bisschen mit den Skillpoints, mit den Skillpunkten anfreunden und generell mit dem Spiel, wie das so alles funktioniert. Super. Also mir gefällt das Spiel bisher richtig gut. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass es hier doch anscheinend keinen Tag- und Nachtwechsel gibt. Finde ich ein bisschen schade, aber naja, okay. Man kann ja eigentlich nicht alles haben. Ich hoffe... Oh nein! Oh, das war knapp. Ich glaube, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, wäre ich tot. Geronimo! Gut. Ja, was wir halt haben, ist anscheinend auch unbegrenzte Ausdauer. Das macht aber nichts. Das Spiel, habe ich gehört, soll sich sowieso selbst auf die Schippe nehmen teilweise. Also, hat mir eben schon bei Handsome Jack gehört. Verfickte Scheiße, was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Zum Beispiel. ich glaube, das wird noch richtig geil. Was war denn das? Boah. Du Mistsack. Ah, du hast ein Drecksschild. Ne, dich messen wir. Wir laufen auch langsamer mit bestimmten Waffen, kann das sein? Oh nein. Nein, ich will mich ducken. Oh Mann. Ah ja, okay, das... Ah! Komm her. Fällt mir gerade ein, da hätte ich eigentlich gerade schon unseren Skillpunkt mal benutzen können. Beispielsweise hier. Wo seid ihr? Ich bin da! Mal weg. Scheiße, komm her! Sag mal, wer stöhnt denn? Das bist du.
Nee, ich habe keine Pause. Ich habe dich gekillt, Mann. So. Können wir jetzt endlich mal diesen komischen Zwerg töten, verdammt? Ja, Snipergewehr war doch die bessere Wahl. Auch wenn so unsere scheiß Knarre gleich leer ist. Oh nein. Oh nein! Stirb! Nein, 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 nein! Ah. Ja, geht doch. Ich krieg... Oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein! Scheiße! Oh, die Waffe ist so lahmarschig. Ah, da habe ich aber doch gerade schon eine bessere gesehen. Nein, die können wir noch nicht aufnehmen. Beziehungsweise noch nicht benutzen. Die Waffe kommt fort. Ohne Scheiß. Hier nehmen wir doch die. Super. Dann kann es ja losgehen. So, wo ist dieser reitende Zwerg? Wo ist er denn? Ah, ich muss da hoch, oder was? Okay. Als Reisen. So, dein Freund hat gerade deine Schätze gemopst. Starte einen Tausch, dann duelliert... Was? Dann duelliere dich darum. Cool, super. Das ist hier die Schnellreisefunktion, gell? Hier gibt's Medikits und Schilde. Aber ich möchte was verkaufen. Und zwar brauche ich... Welche brauche ich denn nicht? Die scheint gut zu sein, die Waffe. Die. Hier, die kann weg. Ohne Mist. Scheiß Pistole da. Die kann auch weg. Nee, kann nicht weg. Ach, nee, die bleibt. Die kann weg. Ja, okay. Na, wir probieren's. Ob das so klappt, keine Ahnung. Ich würde ja gerne mal diesen Zwerg jetzt erstmal töten. Dann möchte ich nämlich die Story-Mission weitermachen. Dann kann ich nämlich kurz einen kleinen Schnitt machen. Mist, da sind jetzt Level 6 Viecher schon, oder was? Nein! Ich verschwinde. Ah! Ah! Scheiße. Oh. Stimmt. Ah. Ah. Ja, ja, ja. Alter Schwede, was ist hier denn los? Oh nein. Scheiße, ich muss mich mal hier kurz verschwinden. Ich muss mich mal kurz verschwinden, natürlich. Ah. Stirb. Oh, scheiße. Ja, wie wärst du letztes Mal schneller nach? Ehrlich. So, ist die Zeit verlangsamt? Die Zeit war verlangsamt, kann das sein? Oder ist das nur, wenn ich jetzt kurz vorm Verrecken bin? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Auf jeden Fall war das ganz schön knapp gerade. Mensch. Okay, wo ist denn dieser beknackte Clown? Ich glaube, da müssen wir noch einen kleinen Weg zurücklaufen. Oder zurücklegen, eher gesagt. Oh Gott. Schön. Ach, sehr schön. Unsere Gesundheit regeneriert sich auch mit der Zeit von alleine. Geil. Das ist praktisch, sonst, ja, hätte ich doch ein bisschen Bammel gehabt. Ist hier ein Speicherpunkt? Wunderbar. Ja, komm, geh auf. Nehme ich mit. Was ist das denn hier? Ja, komm, geh auf. Medikit? Nee, aber Geld. Ich glaube, das überleben wir nicht. Ah, ne, komm, die lassen wir mal. Die lassen wir mal so, wie sie ist. So, oh nein. Blackburn Cove haben wir entdeckt. Scheiße, was ist hier los? Hau ab! Scheiße! Hau ab! Was ist das denn für ein Zwerg hier? Hau ab!
Verdammt. Ich habe keine Lust, hier drauf zu gehen. Finde diesen schwulen Zwerg. Ja, wir sind auf dem Weg. Einmal Granate oder was? Ja, was ist das denn? Eine Pistole. Wieder eine, die ich verkaufen kann. Die ersetzen wir durch die hier. Hatten wir ja eben schon. Langsam kommen wir auch ein bisschen mit der Steuerung besser klar. Finde ich prima. Du bist böse, gell? Granate fliegt! Komm. Ja. Ich bin dann mal weg. Scheiße, ich hab den nicht getroffen. Yes. Oh nein, unser Schild. Wo ist er denn? Ich hab den doch gerade gesehen. Fuck. Wo denn? Ich muss hier irgendwie hochkommen. Irgendwie. Ach, alles voll. Hier können wir hoch. Ja. Wer schießt denn hier auf uns? Na komm. Schön. Aber wo ist dieser Bully Mong reitende Dreckszwerg? Sag mal, wie viele kommen denn da? Schießt er in den Kopf? Oh! Nein. Alter. Das gibt ja einen ordentlichen Bums hier. Na komm. Wiedersehen. Ah, komm schon. Hä? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Und ich werde hier beschossen mit irgendwelchen Wichsern. Wunderbar, ein bisschen Geld und ein bisschen Munition für irgendeine Waffe. Ja. Ach, von da. Ja, die Munition hier ist auch gleich weg. Ich bin da mal weg. Wow, scheiße. Oh, das war ein böser Kopfschuss. Ah! Mann! Ja, ich würde gerne hier die die Gesundheit aufnehmen. Wer hat hier geschrien? Na komm. Also hier findet man ja en masse Munition und Waffen. Finde ich ziemlich geil. Das macht ja... Da macht der Sammelfaktor richtig Laune, ehrlich. Das da hinten sieht auch aus wie so eine XXX-Bar. Hey, Psychopisser. Ich glaube, das war eine blöde Idee gerade. Ja, ich muss hier weg. Wo seid ihr? Stirb, Mann! Oh! Den haben wir gut weggezimmert. Scheiße. Na komm, 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 komm. Wir haben mit der Waffe hier gleich keine Munition mehr. Scheiße. So, was ist mit dir?
Ah, okay, du hängst da nur so rum. Hallo. Ah, komm schon. Scheiße. Ich bin unsichtbar. Phantom inmitten der Stadt. Bald schlag ich zu. Was ist das denn? Aus dem... Geil. Hier ist die Waffe. So, dein Inventar ist voll. Drücke Select, um das Inventar im Menüsystem deines Echo-Geräts zu greifen. Von dort aus kannst du durch dein Inventar Blätter und unerwünschte Objekte entfernen. Ja, das ist mir klar, aber ich möchte ja nichts entfernen, ich möchte ja nur was verkaufen.